Danke und hallo. Ich möchte TikTok aus einer medienlinguistischen Forschungsperspektive betrachten. Damit knüpfe ich direkt an das an, was Simon schon vorgestellt hat, aus einer Forschungsperspektive, die danach fragt, wie TikTok als Medium den Umgang damit und auch multimodale Kommunikation prägt. Das knüpft echt sehr gut an. Simon Meyer-Fiaker hat ja auf diese Soundcamp hingewiesen, gerade auch auf Kreativität dieser vernetzten Praktiken. Bei mir wird es auch um Zitieren gehen. Ich möchte auch an einiges anknüpfen, was wir heute am Vormittag auch schon gesehen haben. Da war ja auch schon von diesen Verkettungsmöglichkeiten die Rede, von den Funktionen, Stitch und Duett. Haben wir schon einiges gehört, auch schon Beispiele von so Duets, also Wellerman Song war schon zu hören. Wir haben auch schon darüber an einigen Stellen gehört, was diese Funktionen auch leisten können. Auch wieder Simon Meyer-Fiaker als Beispiel, dieser virale Stitch. Also man kann über diese Funktionen des Zitierens eben auch Wert generieren, dahingehend, dass man seinen Account verdoppelt. An anderen Stellen kommen so Stitches aber weniger vor. Bei den Hasskommentaren. Und was wir auch schon gesehen haben, was vielleicht auch ich eben jetzt am Anfang noch machen möchte, das zeige ich jetzt gleich eine Folie, die ich eigentlich schon rausgeschmissen habe, dass wir auch, dass es lohnenswert ist, auch bei der ersten Tagung zu TikTok auch ein bisschen mediengeschichtlich sich das anzuschauen. Also Nicholas Wood hat ja auch schon daran erinnert, dass es MySpace gab und dass das auch sozusagen sehr stark musikzentriert war. Darum so ein kleiner Blick zurück, 25 Jahre ungefähr Social Media, nach seiner ersten Phase, wo MySpace dazugehört, hatten wir so ab 2004 ja eben den großen Aufbruch mit verschiedenen Plattformen, die bis heute Bestand haben, und dann so eine dritte Phase, kann man sagen, wo das Smartphone, Mobile First, Plattformen und dann auch vertikale Videos mit Snapchat und so, ja, ins Zentrum gerückt sind und dann TikTok eben hier unten. Und man kann jetzt weiter, ich werde das jetzt nicht vertiefen, aber man könnte sich auch fragen, sozusagen, was haben diese Plattformen irgendwie Gemeinsamkeiten, wofür werden die genutzt? Es ist eher ein vernetzter Punkt, aber TikTok bringt Musik, Video, kurze Formen zusammen. Dinge, die eben schon mal da waren, die auch, sagen wir, in der Anfangsphase MySpace oder auch am Anfang von YouTube auch da waren. Das möchte ich auch ein bisschen aufgreifen und gleich noch ein bisschen vertiefen. Und der letzte Punkt, über den wir auch am Vormittag schon geredet haben, war davon, dass eben in dieser Entwicklung von diesen Plattformen wir häufig so Phasen haben, wo am Anfang das ein spielerischer Umgang ist und dann sind dort junge Leute und dann kommen die Institutionen dorthin. Das war so ein weiterer Punkt. Und ich beginne jetzt mit meinem ersten Beispiel auch mit einem Beispiel von einer Institution oder einem Politiker. Boris Johnson, der letztes Jahr mit diesem radikalen Kurzvideo den Kanal Downing Street eröffnet hat. Also das Video wurde am 10. Mai 2020 gepostet, hat 3,6 Millionen Views und Boris Johnson begrüßt Teilzeile 1. Hi folks, this is Boris Johnson here launching the number 10 TikTok site. Und der Witz ist, dass er hier nicht tanzen wird, sondern seine Botschaften verbreiten will. Und hier haben wir sozusagen schon dann eben eine interessante Abgrenzung auch, denn er sagt, was es sonst an Kommunikation, politischer Kommunikation gibt und was es eben hier gibt im Vergleich zu anderen Plattformen. Also in Zeile 5, you get all sorts of messages and content that you might not get if you're looking at Instagram or Snapchat or Facebook, Twitter, LinkedIn and all the other stuff. Also er zählt das alles auf. Und da haben wir auch sozusagen jetzt schon so einen Punkt, nicht? Was ist TikTok, was gibt es für geteilte Erwartungen und auch für Vorstellungen davon, was TikTok ist. Also diese Medienideologien, die auch schon erwähnt wurden, also Medienideologien sind gemeinschaftlich geteilte Vorstellungen darüber, wie verschiedene Medien funktionieren, welche Funktionen sie erfüllen und wie sie genutzt werden sollen. Und hier könnte man jetzt auch verschiedene Vorstellungen finden. Also erzählt Zugänglichkeit, Authentizität dazu, aber auch ja, so Vorstellungen, die auch schon genannt wurden, dass es irgendwie auf TikTok
eben um Kreativität, um Unterhaltung geht, um jüngeres Publikum, ephemere, spontane Kommunikation, dass das ermöglicht wird. Was mich jetzt aber an TikTok interessiert, ist das Inhaltliche gar nicht so stark, sondern eher, wie es jetzt weitergeht. Also wie Videos weiterverwendet werden, wie es zu einem Recycling von Material kommt und wie dabei eben auch über diese multimodalen Handlungsketten, die man beobachten kann, wie da eben auch Wertschöpfung funktioniert. Und dieses Video ist für Duets geöffnet und das ist dann auch gleich mal passiert mit diesem Duett hier, wo Mr. Flies einen Tag später eben das ergänzt auf der linken Seite durch eine gestikulierende Hand und dadurch erweitert. Der Ton eben bleibt identisch, wir haben eben so eine Tonkette. Und damit natürlich eben mit dieser gestikulierenden Hand den redenden Johnson rekontextualisiert und natürlich auch ein gewisses komisches Potenzial in dieser Gestik angelegt ist. Nicht liegt auch schon daran, dass diese beiden Videos in einer also gleich großen dargestellt werden. Und das ist also ein visuelles Element, das hier neu dazukommt. Das rekontextualisiert das duettierte Video. Es passiert also hier also am Anfang eine Verschiebung von der Politik auch Richtung Komik, also Bedeutung wird hier verschoben, aber es ist auch einiges notwendig, damit das gut gelingt. Nicht, das ist jetzt nicht ganz selbstverständlich, sondern damit das gelingt, müssen verschiedene Praktiken und Handlungen gemacht werden. Also Kamerawinkel, Beleuchtung, Timing, Synchronisation, all das muss hier gemacht werden. Nicht? Das ist wichtig, dass die Gestik gut zum Timing des Originalvideos passt. Mr. Fleiß hat sich auch entsprechend anziehen müssen, damit das halt passt. Diese Duett-Funktion erlaubt diese Verkettung und man kann in diesen und anderen Fällen dann auch so eine tiefere Verkettung finden. Also ich habe hier ein Beispiel ausgewählt. An jedem Punkt können jetzt weitere Duette anschließen. Und ich habe einmal eine fünffache Verkettung ausgewählt. Also das geht dann weiter hier im vierten Schritt, wo eben eine weitere Creatorin am Tag später wieder sozusagen den Rest vom Becken und Torso hinzufügt. Und dann hier haben wir schließlich Hypo, der also die ganze rechte Körperhälfte ergänzt, also das initiale Video 1 und dann 3 anschließt. Also das ist bitte hier zu beachten, sozusagen das ist hier auch die Leistung. Und dann diese Kette wird abgeschlossen Roadkin 1 am 15. Mai, ein Duett, das also alle vorigen Videos übernimmt und einbezieht und dann beide Füße ergänzt. Und diese schrittweise Ergänzung eines Körpers zeigt also auch eine kollaborative und kreative Praktik, zeigt, wie diese Duettfunktion genutzt werden kann, um aufeinander aufzubauen und anzuschließen, Inhalte anderer Benutzerinnen weiterzuentwickeln und eben auch sowas gemeinschaftlich interaktiv eben diese Erfahrung zu schaffen. Ich möchte jetzt an der Stelle schon einen kurzen Zwischenfazit ziehen. Also man kann jetzt hier sozusagen weitere Fragen anschließen. Eine ist nach der Multimodalität, eine andere ist jetzt sozusagen danach, welche medialen Mechanismen es gibt, die diese Handlungsketten bestimmen, wie also das überhaupt funktioniert, welche Kontextverschiebungen sich auch beobachten lassen. Das sind Fragen, auf die ich mich vor allem konzentrieren werde. Dann kann man noch andere Fragen aufwerfen. Und diese Fragen betreffen dann eben vor allem auch Fragen der Interaktion, Gemeinschaftsbildung und auch dieses Verhältnis, das sich natürlich auch immer stellt beim Zitieren, das Verhältnis zwischen Zitat und Original, zwischen kreativer Imitation, Simon hat auch schon Variation angesprochen bei Memes und so weiter. Ich werde aber das alles nicht beantworten können in der verbleibenden Zeit, sondern wenn dann was zur oberen Hälfte sagen. Was ich vorhabe, also jetzt in der verbleibenden Zeit, ist ein kleines, ganz, muss glaube ich sehr kurz bleiben, eine Anbindung an die Forschung zu machen, dann eine Analyse oder meinen aktuellen Stand einer Analyse zu präsentieren, um zu versuchen, TikTok als multimodale Schnipselwerkstatt noch einmal zu vertiefen. Und dann habe ich ja einige Metaphern und Konzepte auch in meinem Titel, die möchte ich am Schluss dann noch einmal herausgreifen. Medialität von TikTok ist, obwohl es eigentlich sehr viel Forschung mittlerweile gibt, das haben wir heute früh auch schon gehört, jetzt auch bislang allerdings nur an einigen Stellen
explizit auch thematisiert worden. Wenn man sich die Forschung anschaut, findet man viele Aspekte, die immer wieder betont werden, die sozusagen das Besondere von TikTok ausmachen. Ich habe da ein paar Punkte herausgestellt. Also Aspekte der Medialität von TikTok sind also die kurzen Videoclips, dafür ist TikTok bekannt, 15 bis 60 Sekunden am Anfang und jetzt beliebig lang, aber insgesamt ist die Medialität immer noch sehr stark auf Kürze ausgerichtet, vor allem eben auch aufgrund der algorithmischen Designs, dass also nach wie vor Videos bevorzugt, die ganz angeschaut werden und was wird eher ganz angeschaut, kurze Videos. Und andere Punkte nicht, also die Tools haben wir auch schon gerade gesehen, da muss ich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Einen Punkt, den ich aber herausgreifen möchte, weil er auch jetzt sozusagen schon mehrfach angesprochen wurde und auch etwas ist, was man im gesamten Diskurs zu TikTok immer wieder findet, ist sozusagen der Algorithmus. Da ist ein Tippfehler auf der Folie. Algorithmus, dem eine gewisse Magie zugesprochen wird. Und da kann man einen Punkt machen, eben im Anschluss an Nara Jayan, der sich sehr intensiv in einem Projekt damit befasst, wie sozusagen so Algorithmen in Social Media generell oder Recommendation Engines funktionieren. Und er argumentiert dafür, dass es eigentlich keinen geheimen Algorithmus gibt bei TikTok. Dass TikTok sozusagen das Neue an TikTok nicht im Algorithmus an sich ist, sondern dass dieser Algorithmus eigentlich sozusagen in der Informatik, der Ingenieurswissenschaft sehr gut erforscht und auch beschrieben ist, dass das eher ähnlich funktioniert wie beispielsweise auch der Algorithmus auf YouTube. Das Besondere liegt nach ihm im Design der Plattform, nicht? Also wie die Plattform gemacht ist, wie sie Interaktionen ermöglicht, beispielsweise, dass man eben scrollt, macht sozusagen bedient, dass Videos, die einem nicht so interessieren, also die unpassend sind, dass die weniger störend wahrgenommen werden, nicht? Im Vergleich zu anderen Umgebungen, zu YouTube beispielsweise. Das heißt, das Plattformdesign, das ist eigentlich sozusagen ein wichtiger Punkt. Und natürlich, so wie überall, ist es irgendwie eine Mischung und da wird immer wieder dran geschraubt, aber es ist jetzt nichts irgendwie Magisches dran. Diese Vorstellungen, eben Medienideologien, findet man an vielen Stellen, eben auch in der Forschung. Das ist jetzt eine Stelle, wo die Spread-Funktion einmal beschrieben wird. Die kommt natürlich vor an vielen Arbeiten, wird die herausgestellt als etwas Besonderes eben, als etwas, was TikTok auszeichnet. Das ist eben eine Funktion, die TikTok von Anfang an hat, die wurde noch von Musicali übernommen und wird eben auch hier in diesem Haushalt von Michelle Ball wahrscheinlich als relatively unique bezeichnet. Und er schreibt davon, dass es eben hier einen very fruitful Bereich gibt für die Forschung und vergleicht das eben auch mit anderen Plattformen, also ähnlich wie wir das schon bei Johnson hatten, mit Instagram, Twitter und dann eben TikTok mit dieser Duett-Funktion. Und was mich aber jetzt interessiert, ist, wie funktioniert das wirklich? Wie nutzen die Leute das konkret? Welche konkreten Handlungen und Praktiken kann man da nachzeichnen? Auch da lohnt sich ein Blick sozusagen ein bisschen mediengeschichtlich zurück. Beispielsweise zu YouTube. Ich weiß nicht genau, wer sozusagen mit dem frühen YouTube, hier sieht man einen Screenshot, der glaube ich aus 2008 stand, wer mit diesem frühen YouTube noch Berührungspunkte hatte und sich daran erinnern kann, dass es auch auf YouTube früher die Möglichkeit gab, Videoantworten, sogenannte Video Responses zu geben. Das war eine Funktion, die YouTube eingeführt hatte und 2013, glaube ich, abgeschafft wurde. Und da hatte man die Möglichkeit, eben auf Videos mit Videos zu antworten. Also man konnte nicht nur Kommentare schreiben, sondern man konnte eben auch mit Videos antworten. Nicht? Man sieht, dass dieses Video hier beispielsweise schon eine Response auf ein anderes YouTube-Video war. Und dann unten bei Comment and Responses gibt es eben sozusagen Video-Responses, die irgendwie auch so Ketten bilden. Und Adami, die sich sehr viel und intensiv mit dieser Interaktion befasst hat, hat da sehr schön auch beschrieben, wie dann beispielsweise eben auch in diesen Ketten Kohärenz funktioniert, wie das eben auch abdriftet
in absurde Bereiche beispielsweise. Und auch das, glaube ich, ist lohnenswert, auch wenn man sich sozusagen jetzt mit TikTok befasst, mit neuen Dingen, auch da zurückzuschauen, sozusagen, worauf können wir auch aufbauen, was ist auch vergleichbar, um eben auch dann zu sehen, was ist dann eigentlich das spezifisch Neue. Gerade beim Zitieren, und das ist jetzt so etwas, was mich in letzter Zeit sehr stark beschäftigt, haben wir es natürlich mit einer Praktik zu tun, die jetzt nicht für TikTok spezifisch ist, sondern eigentlich überhaupt generell etwas, was wir im Alltag machen, aber auch medienübergreifend machen. Und charakteristisch fürs Zitieren ist also, dass wir nicht nur Dinge wiederholen, das ist noch kein Zitat, sondern für Zitieren ist eben prototypischerweise konstitutiv, dass wir Dinge aus einem Kontext in einen anderen verschieben, dabei einen neuen Fokus legen und typischerweise auch die Dinge rebewerben. Und das gilt sozusagen jetzt für Zitieren auch in TikTok, und das interessiert mich zu schauen, sozusagen, wo gibt es dann noch Unterschiede, wenn wir jetzt beispielsweise das vergleichen mit dem, was auf Twitter passiert hat, das ist was sehr gut erforscht ist, wie schaut es da auf, eben bei diesen Ketten aus. Und damit komme ich jetzt zu meiner Analyse. Ich habe sehr viel TikTok-Daten erhoben in letzter Zeit. Ich bin da so vorgegangen, dass ich dieses Forecast Capture and Analysis Toolkit verwendet habe. Das ist etwas, was ich allen empfehlen kann. Können Sie mich auch gerne fragen, wenn es da Detailfragen dazu gibt. Das erlaubt es, das, was Simon Meyer-Fierger schon gesagt hat, diese Walkthrough-Method zu nutzen, aber dabei eben auch sozusagen automatisiert Daten zu erheben über so, über so eine Browser-Extension. Das ist diese C-Schumann Browser Extension. Also ich habe eine tool-gestützte Datensammlung gemacht, und ich möchte eben, was mein Anspruch ist, also eine qualitative Analyse aber auf einem breiten Datensatz zu machen. Ich habe dann einzelne Teile draus gezogen und ich präsentiere heute ein paar exemplarische Fälle. Ein Punkt, den ich vielleicht mal so als Überblick sagen kann, ist die Frage, was sind denn jetzt sozusagen wiederverwendbare Diskursfragmente? Da haben wir auch schon einiges gehört. Also was sind diese Schnipsel? Das können also Videoausschnitte sein, eben Audiospuren, aber auch Textelemente, die da reinkommen. Und natürlich kann man auch einen Unterschied machen zwischen dem, was man zitieren kann direkt, also was ist materiell da, was kann ich sozusagen eins zu eins wiederverwenden, und wo kann ich auch sozusagen bestimmte Dinge imitieren. Nicht? Also imitieren ist auch eine Möglichkeit, aber das ist, würde ich eben mal differenzieren begrifflich auch vom Zitieren. Wir haben dann verschiedene Ketten, Verkettungsmöglichkeiten, und die können jetzt einerseits automatisiert sein. Also es gibt eben in der Plattform, im Plattformdesign angelegte Möglichkeiten des automatischen Zitierens, könnte man auch sagen. Jetzt und Hoffmann haben das mal unterschieden, automatisch und manuelles Zitieren. Und mit diesem automatischen Zitieren sind natürlich bestimmte auch dann Bedingungen. Also mit dem gehen bestimmte Bedingungen einher. Das kann ich also mit einem Klick machen, ist auch wieder auffindbar. Aber darüber hinaus haben wir natürlich auch manuelle Möglichkeiten des Zitierens. Nicht? Also man kann auch Dinge runterladen, einem Videoprogramm bearbeiten. Wir können auch sozusagen außerhalb der Plattform TikTok natürlich Inhalte hineinholen, die irgendwie als Zitat verwenden, mit dem Screenstream und so weiter. Das heißt, das ist so, sind verschiedene Handlungsmöglichkeiten, die wir haben. Plattform intern und extern. Ich möchte jetzt kurz noch was zu Stitch und Thread sagen und da eine Detailanalyse dann präsentieren, wenn ich noch Zeit habe. 2 Minuten. Gut, dann mache ich zum Stitch das ein bisschen kürzer. Also die Stitch-Funktion zeichnet sich also dadurch aus, dass man Diskursfragmente aus Videos herauslösen kann, eben wenn diese freigegeben sind für Stitches, und sie hintereinander oder in eine bestimmte Abfolge zu bringen. Das ist jetzt ein Beispiel aus dem Kontext des Amber Heard Johnny Depp Prozesses, wo also diese gleichzusehende Szene, ich spiele es nochmal ab. I've changed my lives. Having a new pair of Crocs. I wanted to find my socks. My boyfriend just jokes. I love collecting rocks. She has chicken pox. I just want to make TikToks. Diese Verkettung demonstriert jetzt, wie also mit dieser Stitch-Funktion Diskursfragmente wiederverwendet werden, eben in diesen neuen Kontext eingebettet werden.
Dabei wird der ursprüngliche Ausschnitt variiert, indem also der Text geändert wird und eben in humorvoller oder absurder Alternativen eingebettet wird. Bisschen mehr möchte ich vielleicht also dazu, da sieht man eben, dass verschiedene Bedeutungsverschiebungen haben. Wir hatten schon am Anfang hatte ich das Beispiel politische Kommunikation bei Boris Johnson, hier jetzt Gerichtsaussage. Und ganz am Schluss möchte ich eben jetzt noch ein Beispiel vielleicht ein bisschen ausführen, wo wir eben ein Beispiel für ein Duett, das also Kritik äußert an der Verwendung von Duets, also auch was medienideologisches und auch eben in einem Duett zitiert wird. Das ist diese Duettverkettung hier, habe ich mal anonymisiert, wo also eine Userin ein TikTok macht, indem sie sich also gegen die Verwendung von Duets richtet, die also eigentlich keinen Mehrwert bieten. Ja, also einfach sozusagen so die Duettverwendung, die man auch mehrfach finden kann, die ich in meinen Daten auch finde, wo Leute sich also filmen, während sie andere TikToks anschauen, also so Reaction-Videos. Und sie wendet sich dagegen, indem sie sagt, can we stop duetting videos when we have absolutely nothing to add to them? I don't need to know what you look like watching that TikTok. Und dieses TikTok wird dann mehrfach erweitert. Ich habe hier also eine 12-fache Erweiterung mal rausgenommen, also ganz klein hier oben ist das ursprüngliche TikTok. Und man sieht eben hier dann, wie sozusagen das eben auch mehrfach erweitert wird. Ja, also hier kann man beobachten, wie also wieder, man sieht es ganz klein, im ersten Schritt wieder so eine gestikulierende Hand dazukommt und dann wieder sozusagen dieser Körper weitergebaut wird und dann in einem Schritt hier, in Schritt 6, kommt dann eben Bewegung hinzu, so ein Hund tritt dann da hier auf und diese Hundbewegung wird dann eben von mehreren Usern auch aufgegriffen. Also ich habe das in einer Tabelle mal zusammengestellt, was hier sozusagen so passiert. Und die Tabelle zeigt, dass TikTok-Nutzerinnen bei der Gestaltung ihrer Beiträge einerseits auf bestehende Videomaterialien reagieren, andererseits aber es auch so ist, dass sie weitere Anknüpfungspunkte für zukünftige Schritte in der Kette schaffen. Das heißt, es zeigt, dass diese Duettfunktion von TikTok zu kreativen, innovativen Wechselwirkungen auch ermöglicht. Und auffällig ist auch, dass an manchen Schritten an weiter vorherliegende Glieder der Kette angeschlossen wird. Zum Beispiel reagiert das achte TikTok auf das fünfte, in dem eben diese Krabbelbewegung vom Hund weitergeführt wird und eine durchgehende Bewegung dann von 5 nach 8 sichtbar gemacht wird beispielsweise. Und eben auch eine Verschiebung der Bedeutung. Damit komme ich zum Schluss. Was ich versucht habe, ist TikTok als Medium zu beschreiben, dass man aus der Perspektive auf Zitate zitieren als Schnipselwerkstatt bezeichnen kann. Der Begriff, der vermittelt also das Bild von einem kreativen Raum, könnte man sagen, in dem bestehende Inhalte, Fragmente, die Schnipsel aufgenommen, bearbeitet, neu arrangiert, miteinander kombiniert werden, um etwas Neues und Originelles zu schaffen. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, die ich versucht darzustellen. Verschiedene Schnipsel, verschiedene Handlungsketten auch. Diese Ketten, man könnte auch von einer Textualisierung sprechen, also einem Prozess, wo Nutzer dann durch die Verwendung der Verkettungsmöglichkeiten von Duett, Stitches, auch Hashtags natürlich neue Bedeutungszusammenhänge erstellen. Und das vielleicht noch, was ich noch betonen möchte am Schluss, ist, dass natürlich TikTok auf eine algorithmische Exploration ausgelegt ist, sodass also Nutzer eigentlich ständig neuen Inhalten ausgesetzt sind, anstatt jetzt gezielt diesen Ketten zu folgen. Also ich habe diese Ketten rekonstruiert, aber das ist etwas, was eigentlich in der Plattform so nicht vorgesehen ist, was User natürlich machen, und das sieht man auch in meinen Daten, habe ich dann mehrere Kommentare, ich habe einen weiteren Teil gefunden, oder hier ist das Ende der Kette, aber das ist sozusagen nicht unbedingt vorgesehen, sondern ist eher ungeordnet. Ne? Und es gibt sozusagen dann auch eben Versuche, diese Prozesse sichtbarer zu machen, wiederum mit TikToks. Das sind ein paar Punkte, und damit bedanke ich mich und freue mich auf Fragen.